Hallihallo, hallöle, liebe Community, zu einer weiteren Folge Dual Universe mit mir, dem Krissel Schnissel. Ja, ich habe hier mal ein bisschen gebastelt. Ich bin natürlich noch nicht so weit, weil ich mir auch ein bisschen Zeit lassen will. Wir sind immer noch auf Sanctuary. Sanctuary. Und ich habe hier mal den großen Container weggebaut und habe mal diesen Container hingebaut. Da sind dann die ganzen Sachen drin, weil der große Container steht jetzt hier drüben und den großen Container, den wollen wir zum Fliegen bringen. Genau, wir wollen das zu einem fliegenden Transportschiff machen und da werden wir dann jetzt in den nächsten Folgen sukzessive die Sachen für herstellen, die wir brauchen. Wir werden dafür die Erze minern, wir werden nichts kaufen, wir werden das alles bauen und ich wollte euch nur noch mal ganz kurz hier etwas bei meiner Basis zeigen. Das war ja irgendwie in der letzten Folge ein bisschen chaotisch, weil es nicht so funktioniert hat, aber im Prinzip ist das ja ganz einfach. Wir haben hier den Container, mit dem wir dann quasi, also das ist unser verknüpfter Container, den haben wir im Inventar, ne? Das ist der hier, verknüpfter Container. Hier sind unsere Erze drin, die landen dann auch da drin, wenn wir minern, beziehungsweise wir tun sie da rein. Und diese sind dann verbunden mit, dieser Container ist verbunden mit diesen vier Veredlern, genau. Normalerweise würde ich halt die vier Veredler parallel laufen lassen, wenn ich zum Beispiel jetzt nur Eisen, nur Kohle, nur Silizium oder was auch immer, Aluminium hätte. Aber in dem Fall sind sie jetzt alle so eingestellt. Der eine macht Kohle, der zweite macht Bauxit, also Aluminium und so weiter und so fort. So, und die übergeben ihre Sachen normalerweise an diesen Container. Die Verbindung hatte ich aber schon gelöst, weil ich ja den Container umgebaut habe. Der steht jetzt hier drüben. Deswegen habe ich jetzt diesen hier hingestellt. Den habe ich auch ein bisschen an der Seite gerückt, dass wir noch ein bisschen Platz haben, was zu basteln. Und wir werden jetzt mal die Sachen miteinander verbinden. Und zwar mit dem sogenannten Verbindungswerkzeug. Bei den Geräten müsst ihr immer gucken, wie die... Also, man kann nicht unendliche Verbindungen machen, ja? Sondern man muss immer gucken, wie viel gehen rein, wie viel gehen raus. Bei den Containern sind es immer 10 rein, 10 raus und bei den Geräten sind es, glaube ich, eine rein und 7 raus. Oder 7 rein und eine raus. Ich glaube, so war es. Ja, genau. Wir können ja mal hier reingucken. Wir gehen mal hier reingucken. Hier seht ihr es. 1, 2, 3, 4 gehen hier rein, also 7 Gegenstände gehen rein, einer geht raus. Ja, das können wir hier konfigurieren. Nicht 4, nicht 7, nicht was weiß ich. 7 rein, einer raus. Ja? Und bei den Containern, da sehen wir das leider nicht, aber da, die haben 10 Ein- und 10 Ausgänge. Und um die jetzt zu verbinden, ist das ganz einfach. Nimmt man hier auf der 6, ne? Das Verbindewerkzeug. Klickt hier einmal drauf und jetzt sagt man die Richtung von bis. Also ich möchte jetzt von da nach da verbinden. Das heißt, wenn du fertig bist mit deinem Erz, schmeißt das da rein. Auch dieser hier, wenn du fertig bist mit deinem Erz, schmeißt es da rein. Auch der hier, wenn du fertig bist mit dem Erz und auch dieser fertig mit dem Erz. Wenn ihr aus Versehen irgendwelche Verbindungen gezogen habt und ihr könnt zum Beispiel diese Geräte nicht anschließen in der Richtung, wie es sein soll, und nämlich hier seht ihr das, in der Richtung, da seht ihr, so fließen die Sachen. Haltet mal kurz an, dann könnt ihr das auch sehen. Dann nehmt ihr einfach die Alt-Taste, lasst sie gedrückt und könnt dann einfach das Ding löschen und dann ist Peng. Ja. Ihr könnt auch den Behälter Namen geben, indem ihr sie einfach rechts klickt, Element umbenennen und das Ding nennen wir jetzt mal stumpf Barren. Ja, das sind die Barren, die müssen da rein. Und wenn wir hier nämlich auf diese Verbindung gucken, dann sehen wir auch, das geht vom Veredler M10, also Veredler 10, geht das zum Barrenbehälter. Der da, die 30. Ja. Und so könnt ihr die Sachen quasi umbenennen. Also die Geräte könnt ihr auch umbenennen, wenn ihr das wollt, ne? Aber das braucht ihr eigentlich nicht, ist ja eigentlich egal. Kann man sich dann draußen dran schreiben, welcher Veredler wofür ist. Könnte man machen, muss man aber nicht. So, das heißt also, hier kommen die Items an, werden verteilt auf die Veredler, die machen aus dem Roherz die Barren, die landen hier drin. So. Und was wir jetzt natürlich brauchen, ist, wir müssen den Geräten, den Maschinen, die hier arbeiten, müssen wir natürlich auch nicht nur die Erze geben, sondern wir müssen sie auch miteinander verschalten. Und das kann man leider nicht direkt machen. Also man kann jetzt zum Beispiel jetzt hier nicht so eine Metallverarbeitung nehmen und kann die direkt mit dem Förderband verbinden. Ja, also mit dem Dings hier, mit dem Fließband. Das geht leider nicht. Das geht immer nur über den Umweg eines Containers. Und in dem Fall haben wir das hier gemacht. Ich habe hier in diesem Container, Moment, so ein bisschen runtergehen. In diesem Container wird jetzt zum Beispiel der Stahl und die Aluminium-Silizium-Legierung hergestellt oder beziehungsweise bereitgestellt, damit diese Geräte sich das nehmen können, diese vier hier. Ne? Das sieht man auch hier, diese vier
Dinger. Und jetzt die Frage, wo kommt der ganze Schnatter her? Man sieht hier eine Verbindung, ja, diese Verbindung. Hier geht was rein und hier über die zweite Leitung geht auch was rein. Und da haben wir hier, zum einen haben wir hier die Aluminium-Silizium-Legierung. Der soll immer 200 Einheiten vorhalten. Ja, ich habe gelernt, es sind 200 Einheiten, nicht 200 mal 75. Ja, also müsst ihr dann eben das eintragen. Das heißt, der versucht immer 200 herzustellen. Und wenn hier in diesem Container weniger als 200 drin sind, Aluminium-Silizium-Legierung, dann fängt der an zu machen. Wir machen jetzt hier mal, wir klauen uns die mal. Damit sind die weg. Und wir hören auch schon, er fängt an zu arbeiten. Ja, ihr seht das hier. Die sind für ihn jetzt quasi nicht mehr da. Die sind verbraucht und dementsprechend muss er sie nachproduzieren. Das ist ein bisschen buggy. Manchmal funktioniert das nicht. Manchmal funktioniert das gut. Muss man sehen. So, und dieser, Schmelzofen wird halt gespeist von diesem Container. Ja? Der könnte theoretisch auch von diesem Container hier gespeist werden. Wäre auch kein Problem. Dann würde man sich diesen Container sparen. Aber man kann halt nicht rekursiv in einen Container gehen. Also man kann nicht aus diesem Container rausgehen und in diesen Container wieder reingehen. Ja? Das funktioniert leider nicht. Das ist sehr, 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 sehr schade. Aber das wird auch einen Grund haben, warum das so ist. Weil natürlich die Geräte nur entsprechende Ein- und Ausgänge haben. Also ich weiß nicht, warum es nicht geht. Also es geht bei mir nicht. Ja? Also wird es auch bei anderen nicht gehen. Und dieser hier, der hat noch keinen Eingangscontainer, hat aber schon die Aufgabe, Stahl zu produzieren, nämlich 1000 Stück. Und den müssen wir jetzt noch verbinden, indem wir ihm sagen, den Stahl kannst du dir hier rausholen. Also die Sachen, die du für den Stahl brauchst. In dem Fall Eisen und Kohlenstoff. Eisen und Kohlenstoff sind hier aber, glaube ich, gar nicht drin. Kohlenstoff ist drin, Eisen haben wir bloß noch 16 Liter. Also wissen wir, wir müssen Eisen besorgen. So. Das heißt, wir veredeln hier, gehen hier rein und die machen dann jeweils den Stahl und die Alsi-Legierung. Ich nenne sie jetzt einfach immer wieder Alsi-Legierung, weil dann muss ich schon mal Aluminium-Silizium-Legierung sagen. Und damit haben wir hier schon mal einen zentralen Punkt, worum es sich erstmal drehen kann. Ich habe natürlich das Ganze noch auf einen zweiten Container hier erweitert oder einen dritten in dem Fall. Also das wäre jetzt Container 1, das wäre Container 2, das wäre Container 3. Das ist hier für die Elektroindustrie. Das sind die Jungs, die dann hier einfache Verbinder und Co. herstellen, die wir natürlich dann auch brauchen später. Und hier die Metallindustrie, da macht der eine aus der Alsi-Legierung Rohre. Der zweite macht aus der Alsi-Legierung auch Rohre. Der dritte macht Hydrauliken. Ja, ist ja klar, wir wollen ja einfache Hydrauliken herstellen. Und der macht auch einfache Hydrauliken. Warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? So, der macht auch einfache Hydrauliken, haben wir auch. Und die landen dann hier in dem Container. Beziehungsweise hier werden erstmal die Rohre zwischengelagert und die einfachen Hydrauliken landen dann hier. So, damit haben wir schon mal die einfachen Hydrauliken. Wir wollen ja auf diesem Teil Behälter bauen. Ich habe jetzt hier mal Behälter M angegeben, die kann man verkaufen, das ist okay. Da brauchen wir ein paar Komponenten, die einfache Hydraulik und der Rahmen, der einfache verstärkte. Und dazu müssen wir noch ein paar Geräte bauen, denn der wird hier gebaut in der Metallindustrie und wir haben jetzt hier nur 4, also werden wir wahrscheinlich nochmal 4 bauen. Weil wir natürlich nicht nur den Rahmen brauchen, der in der Metallindustrie hergestellt wird. Nein, wir brauchen natürlich auch die einfachen Komponenten. Und die werden aber nicht in der Metallindustrie hergestellt, sondern in der Elektroindustrie. Ja, und dafür brauchen wir die Aluminium-Eisen-Legierung. Also ist das ein ziemlich einfaches Rezept. Wir müssen dann halt nur noch einen Metall-, einen Schmelzer bauen, der dann die Aluminium-Eisen-Legierung macht. Und wir brauchen dann noch Metallindustrie, die dann die entsprechenden Rahmen baut. Ja? Und dann haben wir eigentlich hier alles soweit abgedeckt. Und die einfachen Komponenten, wie gesagt, die werden in der Elektroindustrie gebaut aus den Dings, aus Aluminium-Dingsbums hier. Aluminium-Eisenlegierung, wie gesagt, die müssen wir dann noch herstellen. Ist auch kein Problem. Und die würden das dann hier herstellen. Ne? Aus der Aluminium-Eisenlegierung stellen die die Verbinder her. Der eine stellt die Verbinder her und der andere stellt dann zum Beispiel Energiesysteme her für die großen Container. Und so kann man da halt die Elektroindustrie dann quasi einstellen. Also in dem Fall können wir jetzt mal hier gucken, nicht nach Verbinder, sondern wir brauchten ja einfache Komponenten. Da gehen wir jetzt einfach mal nur Komponent ein. Und dann nehmen wir die einfache Komponente. Ach, können wir gerade nicht, weil hier läuft noch eine Produktion. Der soll immer 22 aufrecht erhalten. Das machen wir mal, beenden wir mal. Und dann machen wir mal eine einfache Komponente. Sagen anwenden. Das Ding läuft und er würde auch anfangen, wenn er denn die Aluminium-Eisen-Legierung hier drinne finden würde. Da haben wir natürlich keine reingelegt. Ne? Seht das hier? Das sind die, daraus beziehen die sich, der eine unten, der andere oben. Der würde
Der hat noch gar keinen Eingang, sehe ich gerade. Okay. Dann machen wir mal einen Eingang dran. So. Und jetzt gucken wir mal. Wir sagen, du sollst jetzt mal immer 100 Stück aufrecht erhalten. Na, machen wir mal 200 Stück. 200 Stück sollst du mal aufrechterhalten, starten. Und er legt los, weil er die Legierung ja hier drin findet. Ja, hier ist ja Eisen. Die war hier drin, wahrscheinlich. Oder hat er sie... Moment, der Eingang von dem oberen ist... Ne, der obere hat sich die da hergezogen. Wo hat er sich die jetzt hergeholt? Ach so, der hat noch den Barrencontainer und der hat noch den Behälter 16 als Eingang. Und Behälter 16 ist der hier. Und dementsprechend hier haben wir noch Aluminium-Eisenlegierung drin. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Der kann ja mehrere Eingänge haben. So können wir das also entweder hier reinpacken oder da. Ne? Ausgang haben die Geräte immer nur einen. Diese hier, ja. Aber Eingänge haben sie halt mehrere. Wir gucken mal, was die Elektroindustrie hat. Die hat auch 7. Und die Metallindustrie hat auch 7. Ja, seht ihr hier unten links. Hier, ne? Hat auch 7. Also immer 7 Eingänge, ein Ausgang. Und darum müsst ihr auch jedes Mal, wenn ihr den Ausgang habt, müsst ihr den Ausgang jedes Mal auf einen Container ziehen. Ne? Weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Wollt ihr mal eine Verbindung löschen? Einfach, wie gesagt, Alt-Taste drücken, drüber hovern und dann linke Maustaste und dann ist das weg. So, was wollen wir noch machen? Wir haben ja natürlich gesagt, also wir werden jetzt erstmal hier, das werden wir erstmal werkeln lassen hier, das kann erstmal bauen. Und später werden wir dann hier noch das L mit einpacken, mit anbauen, dass die dann entsprechend die ganze Zeit Behälter bauen. Weil Behälter kann man nie genug haben und die kann man auch gut verkaufen. Wir können ja mal gucken, was ein M-Behälter gerade an Geld bringt. Behälter, da nehmen wir mal ein M. Ach, nicht ein L, nein, das war verkehrt. Ein M. Ja. Ich sag mal so, wir können ja mal gucken hier, Entfernung. Ja, auf dem Sanctuary 9 Marketplace, da seht ihr, da sind die Preise ganz schön hoch. 400.000 würde man bezahlen vom NPC. Aber hier so, die Preise sind natürlich schon gigantisch hoch, ja. Aber wenn wir mal gucken, es gibt hier keine M-Behälter in der Nähe. Also in 88 Kilometer gibt es 5 Stück. Ja, aber ansonsten hier direkt bei mir an meinem Markt gibt es keine. Das heißt, da könnten wir welche bauen und könnten ein bisschen Geld verdienen. Ne? Weil die Leute brauchen ja immer Behälter. Und ihr seht schon, dass die Preise immens hoch sind. Und hier 69 Kilometer, 140.000, 30 Tage, 2 Stück, da können wir ein bisschen was machen. Ja? Also Behälter M können wir da ein bisschen Geld verdienen, wenn wir die hier einbringen im Markt. Und deswegen habe ich gesagt, ich baue mir so eine kleine Linie auf. Behälter braucht man eh immer, also können wir die auch aufbauen. Und hier sehen wir, dass auch die Komponenten und der ganze Schnatter hier funktionieren. Und ich sag mal so, der soll jetzt mal 5 Stück bauen. So. Und da sagt er natürlich, er hat nichts, weil wir haben ja auch noch keinen Ausgang hinterlegt. Also drücken wir B. Wir drücken die 7, die 6. Und ziehen uns von hier noch einen dahin. Das heißt, der kann dann arbeiten, weil er einen Ausgang hat. Aber im Eingangsbehälter haben wir natürlich keine Sachen. Und das ist dann der Behälter Nummer 4. Wir müssen mal gucken, welcher der Behälter Nummer 4 ist. Ah, hätte ich mal stillhalten müssen. Das ist der Behälter 25. Ich würde sagen, das hier ist der Behälter 4. Genau, da sehen wir auch die Verbindung. Ist ja eigentlich total Quatsch, was ich hier gerade mache. Und hier brauchen wir einfache verstärkte Rahmen. Aber ich glaube, wir brauchen einfache verstärkte Rahmen M. Ne, wir brauchen L. Tatsächlich, L. Und wir brauchen 125 Hydrauliken und 216 einfache Komponenten. Und da sehen wir, das liegt an den Hydrauliken. Ja, aber die werden fleißig produziert und irgendwann fängt das Ding hier an. Und 2 Rahmen haben wir noch, also kann er noch mindestens 2 bauen. So, wir brauchen dann natürlich auch noch eine Rahmenproduktion. Und das ist ein bisschen tricky, weil die Rahmen, die L-Rahmen, die werden gebaut in der Metallindustrie M. Und wir haben eigentlich keine Metallindustrie M mehr frei. Ja, die 4 plus die, die wir jetzt noch für die Aluminium-Eisenlegierung brauchen. Also ihr seht, wir brauchen noch ein paar Metallindustrien. Und da ist halt die Frage, kaufen wir uns die oder bauen wir die? Wir könnten die theoretisch bauen. Dazu müssten wir aber erstmal gucken, wo die gebaut werden. Hier wird die gebaut. So, die haben wir ja schon gebaut, glaube ich, in einer Folge. Und da sehen wir nämlich, da brauchen wir einfache verstärkte Rahmen M, die bauen wir uns in der Hosentasche. Die bewegliche Platte bauen wir uns in der Hosentasche. Die einfachen Energiesysteme haben wir hinten bei unserer Elektroindustrie gesehen. Die können wir auch herstellen. Das ist kein Problem. Ja, da machen wir den Verbinder. Aber dazu brauchen wir noch viel Aluminium, viel Silizium, viel Eisen.
und natürlich Kohle, weil wir auch Stahl brauchen. Und also wir müssen eigentlich loslegen und müssen eigentlich noch ein bisschen Mining betreiben. Zum Mining habe ich natürlich mir schon ein paar Gedanken gemacht, was müssen wir hier tun. Und wir müssen definitiv in diesen Bereich des Dredgers hier noch reingehen. Die Mining-Effizienz müssen wir noch ein bisschen hochdrehen, damit wir halt mehr Ohr rauskriegen, damit wir halt nicht so oft farmen müssen. Ja? Und die Mining-Effizienz Stufe 1 haben wir noch gar nicht gelernt. Achso, die haben wir schon drin, glaube ich, oder? Kann das sein? Mining-Effizienz? Ne, die habe ich noch gar nicht drin. Na, die werden wir jetzt erstmal reinmachen. Und jetzt kommen wir wieder an diesen Punkt, wo ich mich total ärgere, dass ich dieses Spiel spiele. Weil jetzt habe ich einen Skill. Und den Skill habe ich ganz am Ende angeschaltet, reingemacht in meinen Skillplaner. Und ihr seht, ich habe 45 Tage Skillzeit drin. Und jetzt nervt es mich die ganze Zeit, weil ich immer hier hin und her wubbeln muss, damit die Liste hochläuft, damit ich das Ding hier reinkriege. Oh, warum geht denn Mining-Effizienz nicht höher? Woran liegt's denn? Oh, das liegt nicht an Mining-Dingsbums, oder? Was braucht der? Der braucht Advanced Mining 5. Oh, scheiße. Advanced Mining 5. Die haben wir doch noch gar nicht. Haben wir Advanced Mining 5 schon drinne hier? Haben wir das schon drinne? Advanced Mining 5? Gucken wir mal. Habe ich das gar nicht gesehen. Haben wir Advanced Mining 5? Wo ist denn Advanced Mining? Das ist wahrscheinlich bei meiner Advanced Mining. Hier ist es. 5. Das ist schon im Talentplaner. Ja, da seht ihr. Das dauert ja ewig, ja, bis wir da sind. Das muss er hier alles noch machen. Aber haben wir das hier drin? Ich sehe das gar nicht. Mining Optimizations. Scanner, Detektor, ne? Das ist einfach, um schneller Erze zu finden. Nanopack ein bisschen hoch machen. Primary Container Optimization ankommen. Advanced Mining 5, hier ist es. 11 Tage. Naja, gut, das hat sich dann erledigt. Das werden wir dann so schnell nicht bekommen. Aber wir müssen skillen, wenn wir Miner sein wollen. Und deswegen, ja. Ja, hier hätten wir noch ein paar Sachen, Skills, wo wir auch schon was mit in der Liste haben. Das sind diese Geschichten mit, dass der Primary Container halt eine höhere Reichweite hat, dass wir hier mehr Nanopack haben, dass wir mehr Sachen im Nanopack sozusagen transportieren können. Und das hier ist natürlich geil, weil Container Content Mass wenn put down. Also wenn du den runterlegst, dann gibt es mehr Containerinhalt und das ist schon im Talentplaner drin. Seht ihr, 45 Tage müssen wir denn sehen. Ja? Also das ist alles nicht so einfach hier, aber ja, Fuel Tank Optimization müssen wir auch noch skillen, wenn wir nachher fliegen wollen. Ihr seht, das dauert noch ein bisschen, bis wir hier vom Planeten kommen. Es gibt Leute, die bauen in den ersten 3 Tagen schon ihre Flugzeuge und verziehen sich. Habe ich auch überlegt, könnte man auch machen. Aber da das ja eine Beta ist, spielt das ja, oder eine Beta, ich muss ja mal ein bisschen ordentlich sprechen, da das ja eine Beta ist, macht das aber gar keinen Sinn, jetzt hier ewig zu pushen, weil dieses Spiel wird irgendwann ein Vibe bekommen. Und dann ist es völlig egal, was wir alles schon erreicht haben. Dann ist alles weg und wir fangen bei Null an. Also muss man jetzt nicht so pressen und muss jetzt nicht schon die dicksten Schiffe fliegen auf den dicksten Planeten und die dicksten Ores irgendwo aus der Erde holen. Muss man gar nicht, weil es wird sowieso ein Vibe geben. Ja, und dementsprechend ist es völlig egal, was wir tun. So, sieht es nicht schön aus hier auf dem Planeten, auf dem Mond? Ich finde es geil. Sieht schick aus. Sehen wir denn Elliot eigentlich? Ja, guckt mal, da oben ist Elliot. Und mit seinem anderen Mond. Ach, ist das schön, oder? Ja, ich finde es gut. Es sieht schon schick aus, dafür, dass es halt noch Beta ist und ja, es leckt ganz dolle, ganz fürchterlich in den Städten, aber es ist doch auch schon ganz nice. Also ja, mal sehen, was sie sich hier noch einfallen lassen mit diesen Verbindungen, ob das irgendwann mal anders wird, aber wir werden sehen. Gut, wir wollten ja dann irgendwann vom Planeten weg. Das heißt, wir wollen mit so einem L-Container-Eimer hier, wollen wir durch die Gegend fliegen. Dieser L-Container-Eimer hat natürlich schon eine, ein Grundgewicht. Ja, da können wir ja mal gucken. Im Nanofertiger Behält. Oh, man wird auch Behälter schreiben. Gegenstandsbehälter. Oh, da können wir nur den XS, aber wenn wir das so machen, können wir auch den L uns angucken. Und da können wir hier drauf machen und inspizieren. Und da sehen wir, der hat eine Kapazität von 128.000 Litern. Wiegt aber selber schon 14 Tonnen. Das heißt, der Container wiegt ganz alleine und ohne dass was drin ist, 14 Tonnen. Und wenn wir da jetzt was reintun, und da können wir, glaube ich, je nach Erz, was wir da reintun, können wir, glaube ich, bis zu 400 Tonnen reintun,
Dann hätten wir 400 Tonnen, 414 Tonnen Gewicht, die wir bewegen müssen. Und mein Plan ist halt, dass wir all das, was wir jetzt hier sehen, all das, was wir hier sehen, packen wir zusammen und packen es da rein. Und mit dem Ding hier fliegen wir dann dahin. Ne? Mit dem Eimer hier möchte ich da hochfliegen. Und das ist mein Plan. Und deswegen möchte ich diesen Container fliegen lassen. Und da seid ihr mit dabei. Das werden wir ausprobieren, ob das geht. Ich bin gespannt. Ja? Um das Ganze zu realisieren, werden wir aber noch in einigen Folgen farmen müssen. Und zwar sehr viel farmen müssen. Denn wir haben natürlich einiges zu bauen. Ja, wir müssen Triebwerke bauen, wir müssen was auch immer bauen. Oder wir machen es anders. Wir spezialisieren uns auf die Container, bauen das hier so weit aus, dass wir die Container gut verkaufen können und werden dann durch den Containerverkauf Geld machen. Und mit dem Geld kaufen wir uns einfach die Items. Können wir auch machen. Aber es wäre natürlich viel geiler, die selber zu bauen. Aber dann brauche ich wieder eine andere statische Einheit. Ja, das ist hier eine, was ist denn das für eine? Das ist eine S, genau. Und ihr seht, die hat nicht wirklich viel Platz. Ja, da müsste man dann halt in der Höhe bauen oder man müsste eine M oder so nehmen und die sind dann schon unfassbar teuer und brauchen auch Skills, dann kann man sie nämlich nicht aufstellen. Das ist eine statische Haupteinheit, das heißt, das Ding kann sich nicht bewegen. Um diesen Eimer hier durch die Gegend zu fliegen, brauchen wir eine dynamische Haupteinheit. Und eine dynamische Haupteinheit hat der Krisselschnissel schon in seinem Inventar gehabt, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Eigentlich hatte ich schon eine gekauft. Wo ist meine Dynamik? Ach, ich bin ja blöd, ne? Hier, guck mal, verknüpfter Behälter. Da. Und hier ist eine dynamische Haupteinheit S. Also ich habe mich jetzt für eine S entschieden, weil ich glaube nicht, dass wir mehr brauchen werden als eine S. Und wir werden jetzt erstmal den Container hier auseinanderbauen. Nein, ich habe... Was habe ich denn hier für eine Taste gedrückt? 1. So, jetzt drücke ich Alt, drücke die linke Maustaste und der Container ist verschwunden. Wo ist der hin? Ganz einfach, er ist im Inventar. Hier ist er. Ja. Und wir werden jetzt mal hier draußen irgendwo, werden wir jetzt mal die dynamische Haupteinheit aufstellen und das wird dann unser Bauplatz fürs Raumschiff. Genau, für den dicken Container. Und den können wir da nämlich schon ranflanschen. Beziehungsweise, naja, noch nicht ganz. Aber wir werden erstmal die dynamische Haupteinheit platzieren. Und das machen wir, indem wir sie doppelklicken und dann haben wir hier unsere dynamische Haupteinheit. Und wenn ihr mal guckt, das kann unser Raumschiff werden. Ja, also das sind die Abmaße der dynamischen Haupteinheit S. Das kann dann schon ein ziemlich großes Raumschiff werden, wie ich finde. Ja, also das fetzt schon. Und wir müssen das auch gar nicht so und so und so und so machen, sondern man kann das ja nachher mit dem Manövrierwerkzeug kann man ja Sachen auch wieder anheben und dann können wir das ein bisschen höher heben, wenn wir unten runter was bauen wollen. Das werden wir dann auch noch machen. Aber das ist erstmal die dynamische Haupteinheit. Die können wir platzieren und an dieser können wir dann anfangen, unser Raumschiff zu bauen. Und ich gucke nochmal ganz kurz hier mit den Abmaßen. Ja, das könnte ungefähr sowas werden. Und wir wollen ja unseren Container durch die Gegend fliegen und wir nennen das Ding mal den Mule L. Der Esel, ne? Mule. Einsetzen. So, jetzt haben wir hier unsere dynamische Haupteinheit. Und an der können wir jetzt auch schon anfangen zu bauen. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch Material haben. Haben wir noch irgendwo Material? Der ist leer. Der ist auch leer. Wieso? Habe ich da nichts mehr reingemacht? Ah doch, hier, guck mal. Hier haben wir noch ein bisschen was. Roter, verzinkter Stahl. Naja gut, den nehmen wir mal nicht. Ich meine, wir hätten noch irgendwo Baumaterial gehabt hier. Aluminium hatten wir hier irgendwo. Nein, haben wir nicht. Okay, dann müssen wir welches herstellen. Hier haben wir übrigens noch Energiesysteme. Ja, das ist schägedelig. Schägedelig, dass wir noch so ein paar Sachen haben, die wir verwenden können. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen. Aluminium painted gray. Nehmen wir das mal. Ist ja nur einfach mal, um es euch zu zeigen. So, und um jetzt auf dieser dynamischen Haupteinheit zu bauen, müsst ihr drauf gucken und müsst B drücken. Zu weit weg. So, B. Und wenn ihr dann in diesem Baumodus seid, könnt ihr euch mit Space hochbewegen und mit C wieder runter. Und WASD könnt ihr euch bewegen. Und was wir jetzt hier haben, ist ein Elementplatzierungswerkzeug. Und das zweite ist das Voxelplatzierungswerkzeug. Und ein Voxel kann immer eine Form sein. Ja? Also wir können das ja mal gucken. Ich habe ja das Dings nicht gemacht. Das Tutorial, also zumindest nicht im Video. Tutorial. Das Tutorial, wie heißt das in Deutsch? Was heißt ein Tutorial in Deutsch, ey? Gute Frage. Der Lehrgang, ja. Und ihr seht jetzt haben wir hier einen Voxel. Jetzt drücken wir I, müssen natürlich sagen, mit welchem Material wollen wir den Voxel ausführen.
Und wir können da jetzt hier einfach hinklicken. Und schon haben wir ein Voxel in diesem, in der Farbe da dran, wie wir ihn uns ausgesucht haben. Wenn wir mit Alt drücken und klicken, ist der Voxel wieder weg. Ja. So, und wenn wir die Maustaste gedrückt lassen und ziehen, dann haben wir die Breite festgelegt. Dann lassen wir die Maus los und jetzt können wir das hier in die Richtung ziehen und drücken Enter. So, und schon, also drücken Maustaste. Und schon habt ihr die ersten Voxel sozusagen an eurem Schiff festgemacht. Das sind die ersten Teile, aus denen euer Schiff bestehen wird. Das ist die Flugrichtung. Ja, da müsst ihr mal beachten, wenn ihr eure Flugzeuge baut, dass da vorne ist. Und wir werden erstmal gucken, wie wir den Container dann hier anflanschen. Weil der Container muss ja auf irgendwas draufstehen. Und deswegen ist die Frage, ob wir die Haupteinheit in der Mitte haben wollen und wir hier nach unten bauen und dann hier unten einen Boden vom Raumschiff machen und blablabla. Wir werden auf jeden Fall noch einiges umbauen. Und die nächste Frage, die natürlich dann auf der Zunge brennt, ist, muss ich das jetzt alles aus Klötzchen machen? Nein, müsst ihr nicht. Wenn ihr die Taste E wie Emil drückt, könnt ihr auch verschiedene andere Voxelformen nehmen. Zum Beispiel eine Kugel oder ein Dreieck oder ein Zylinder oder ein Tetraeder. Und mit dem Tetraeder kann man natürlich so total tolle Formen machen. Wenn man den hier so dran flanscht, kann man natürlich auch R drücken. Also indem man R gedrückt hält zum Beispiel und mit der Maus rollt, kann man dann die entsprechende Richtung festlegen, wie der aussehen soll. Und dann drückt man einfach die Maustaste und schon habt ihr hier so eine kleine Spitze dran. Und das finde ich total toll. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, dass die T-Taste funktioniert hier nicht, weil ich weiß nämlich nicht, wie man symmetrisch baut. Das habe ich irgendwie nie ausprobiert, wie das geht. Aber ihr wisst das bestimmt schon. Ja, jetzt haben wir es genau andersrum. Ja, aber ihr seht, man kann halt mit diesen Voxelwerkzeugen kann man halt unglaublich coole Sachen machen. Und wenn man zum Beispiel sagt, nö, das ist mir alles zu blöd, das will ich nicht, dann drückt man einfach die Alt-Taste, ja, zieht einen Rahmen drum, drückt nochmal die linke Maustaste und alles ist wieder weg und es ist wieder im Inventar. Ja, so kann man dann bauen. Jetzt ist natürlich die Frage, und die ist berechtigt, woher kriege ich denn die Sachen, mit denen ich hier bauen soll? Also die Voxel sozusagen. Ja, die Voxel sind ein Material. Ja, das ist das hier. Und dieses Material könnt ihr jederzeit selber herstellen. In dem Fall ist das ein Aluminium Painted Gray. Das bedeutet, es ist ein Aluminium. Und das Aluminium ist ganz einfach. Ihr geht dann zu eurem Container, zu eurem Bauencontainer. Schnappt euch hier zum Beispiel, ja, wir haben jetzt gerade kein Aluminium, sonst hätte ich es euch gezeigt. Oder haben wir noch Aluminium? Doch, wir haben noch Aluminium hinten. Haben wir noch Aluminium drin? Ne? Dann nehmen wir jetzt mal, sagen wir mal, 100 Stück weg. Na, 100 werden nicht funktionieren, glaube ich. Aber wir werden es mal ausprobieren. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Nein. F drücken. 100 Liter reines Aluminium. Und jetzt drücken wir mal K. Das ist unser Nano-Crafter. Und jetzt machen wir mal hier nur dem Nano-Fertiger anzeigen und zeig mir mal nur die Machbaren an. Muss hier oben Behälter rauslöschen. So, ne, also so ist ja Standard. Dann sagt er nur Nano-Fertiger, weil das ist ja das, was wir machen wollen. Und ihr sagt nur die Machbaren anzeigen. Und jetzt seht ihr schon, hier kommen, weil wir Aluminium in dem Inventar haben, kommen hier Dinge raus. Aluminiumausschuss, das ist zum Reparieren. Das braucht ihr zum Schiffe reparieren, ja. Könnt ihr auch herstellen. Wir können aus der Luft Wasserstoff und Sauerstoff generieren, aus dem Nichts. Ja, bla, brauchen wir nicht, wird ja eh immer beim Eisenschmelzen und so hergestellt. Und hier haben wir im Fach Aluminium ganz viele coole Aluminium-Voxel-Materialien, sogenannte Wabenmaterialien sind das. Da könnt ihr auch eine Fabrik für bauen, eine Wabenfabrik, die kann euch dann diese Materialien auch automatisiert herstellen. Aber ihr könnt die auch im Nanokrafter herstellen. In dem Fall war das Aluminium Painted Gray. Das ist das hier. Ah, da könnt ihr auch Aluminium Painted Dark Grey oder Painted Black oder Aged Aluminium oder Painted Military. Es gibt unglaublich viele coole Sachen. Green zum Beispiel, Iced. Ja, es gibt auch wahnsinnige Schiffskonstruktionen und Schiffsfarben. Wenn ihr die mal so seht, lacht euch kaputt. Ja? Aber da seht ihr immer, ihr kriegt immer für 100 Liter, kriegt ihr 10 Kubik. Und wir machen jetzt Aluminium Painted Grey, so wird es ja mal aussehen. Und wir wollen eins fertigen, weil mehr können wir nicht herstellen mit 100 Liter, sagen zur Warteschlange hinzufügen. Dauert 10 Sekunden für 10 Kubik.
Also ein Kubik eine Sekunde, 1000 Kubik 1000 Sekunden, ja, ganz einfach. So, jetzt habt ihr das im Inventar und jetzt haben wir hier wieder 17 Kubik. Und jetzt können wir schon mal ein bisschen anfangen, hier mit unserem, ups, falsche Seite, mit unserem wunderschönen Raumschiff hier. Also wir klicken, wir gehen mit der Maus hier drauf, drücken B, sind im Baumodus und können dann jederzeit hier schon anfangen mit Voxelmanie. Und in dem Fall würde ich jetzt einfach mal sagen, ich möchte, na, das war schon doof, ich möchte nicht wirklich, dass mein Chor unten an der Erde liegt. Och Mensch, jetzt habe ich es genau verkehrt gemacht. Ich möchte nicht, dass mein Chor an der Erde liegt, sondern ich möchte, dass der hier so ein bisschen geschützter ist. Das heißt, wir fangen jetzt mal hier mit ein bisschen Voxelmaterial an und bauen uns dann hier ein bisschen drumrum. Ja, das können wir ja auch. Ach, jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. Linke Maustaste gedrückt lassen. Rüberziehen. Moment. Ne, das war schon doof, was ich hier gemacht habe. Loslassen, rüberziehen. Und so. Das ist jetzt nur einfach ein bisschen spielen. Ja, also die Leute, die jetzt schon richtig Voxel-Profis sind, die werden jetzt sagen, oh Chris, Alter, das ist doch voll der Müll, den du da machst. Ja, das ist richtig, das ist Müll. Aber das, ich bin ja kein Supercrafter. Ich bin auch kein Minecrafter oder sowas. Ja, das ist einfach nur Pipifax, was ich hier mache. So, jetzt habe ich hier nur erstmal ein bisschen was gebaut. Nur einfach, um euch mal zu zeigen, wie das ungefähr funktioniert. Ja, jetzt nehme ich mal mit der Taste 1, habe ich ein Voxel-Platzierungswerkzeug. Drücke I, nehme mal den Behälter mit dem Doppelklick raus und versuche den mal hier so an unser neues Schiff anzubauen. So. So, jetzt lassen wir den mal mittig da ab. So, mittig, dann gucken wir mal. So, er ist noch nicht mittig. Und jetzt können wir mit den Cursor-Tasten können wir den jetzt hin und her schieben. Und er ist noch nicht da, wo er sein soll. Bild hoch, Bild runter. So, jetzt machen wir mal, drücken wir mal die Taste. Das wird ein fliegender Eimer, Leute. Oh, der ist noch nicht richtig angekoppelt. Aber er hat hier Kontakt. Und deswegen ist er für das Spiel angekoppelt. Ja? Also, es ist natürlich Blödsinn, das so zu machen. Ja? Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Und so würde man jetzt auch Triebwerke und sowas hier dran bauen. Ja? Das kann man alles so machen. Und das ist eigentlich total cool, wie ich finde. Wir drücken mal die 1-Taste, drücken die Alt-Taste, klicken hier drauf, ist er wieder weg. Ja? Drücken die I-Taste, doppelklicken ihn und dann ist er wieder, können wir ihn wieder platzieren. Ja, genau. Und wir können den jetzt auch direkt auf unseren Chor draufsetzen, was ich aber eigentlich andersrum machen würde. Ich würde den lieber unter den Chor bauen, also dass der Chor oben drauf ist, weil wenn wir dann mal crashen, dann kloppen wir nämlich nicht gleich unseren Chor kaputt. So. Und wir den hier drunter kriegen. Ah, jetzt seht auch. So, jetzt müssen wir bloß mal kicken, dass wir den jetzt hier schön mittig platzieren. Ja. Ja, das ist ja nicht so einfach. So. So, jetzt haben wir hier unseren fliegenden Container gebaut, sozusagen. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt mittig ist. Es sollte schon mittig sein, dass nachher die Flugeigenschaften okay sind. Ja, sieht, ist mittig. Ja, haben wir gut gemacht. So, und jetzt würden wir halt hier die ganzen Voxelsachen hier drumherum bauen und noch ein bisschen basteln und noch ein bisschen spielen. Und in dem Fall würde ich jetzt einfach mal diese Voxel hier nochmal wegbauen. Ach nein, das habe ich doch gar nicht gemacht. Nochmal Alt-Taste drücken. Drüber ziehen. Nein. Nein, das habe ich nicht so gemacht. Nochmal. So. Drag and Drop sozusagen. Und weg. So. Inventar drücken. Gedrückt lassen. Nein, nein, nein. Das war schon verkehrt. Nochmal. Drag and Drop. Darüber. Ja. Loslassen, ziehen. So, und hier hinten werden wir noch so ein paar Sachen dran bauen, deswegen werden wir den Container hier mal ein bisschen verlängern. So. Und ich würde sagen, wir verlängern den mal bis dahin. So, und hier kommen dann ja noch Triebwerke dran. Das ist einfach nur,
Spielkram jetzt, was wir machen. Ja, es ist nur experimentieren. Was kann man machen? Man müsste jetzt noch abzählen, wie viel Voxel sind das, damit du auf beiden Seiten die gleichen Längen hast und so weiter. Das machen wir alles noch. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Ja, so, hier vorne kommt dann der Sitz drauf und da sitze ich dann und fliege dann mit diesem dicken Container hier durch die Gegend. Ja, da können wir natürlich noch ein Raumschiff drumherum bauen. Ja, könnte man, aber ist ja Latte. Ja, darum geht es ja nicht. So, also wir brauchen dann Triebwerke und zwar brauchen wir Atmosphärentriebwerke, um hier vom Planeten runterzukommen. Wir brauchen Schwebeeinheiten, damit wir das Ding auch schweben lassen können auf der Erde hier, also auf den Monden und Planeten. Und wir brauchen natürlich dann Space Engines, also Triebwerke für den Weltraum. Ja, und ich würde sagen, das war es erstmal für das Baututorial, in Anführungszeichen. Aber ja, das ist das Spiel. Ja, so funktioniert's. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir fliegen die dicken Dinger rum. Oder was? Naja, wir müssen erstmal noch bauen, wir müssen noch Maschinen herstellen, wir müssen noch farmen gehen. Naja, wenn euch das Farmen zu nervig ist, dann müsst ihr mir das sagen, dann schneide ich das raus. Nee, schneide ich überhaupt nicht raus, aber dann mache ich die Folgen anders. Dann farme ich offline ohne Video und wir bauen dann bloß. Müsst ihr mir sagen, ob ihr das gerne machen wollt, je nachdem, wie ihr Lust habt, diese Videos zu schauen. Gut, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen und Dual Universe ist ein geiles Game und wenn ihr ins Spiel kommt, dann kommt mich doch gerne mal besuchen oder schreibt mich mal an. Ich heiße einfach Felpo. Ne? Wisst ihr, wieder Kanal. Also, bis dahin, haut drin, tschüss, Chris.